Servus Leute, herzlich willkommen zu den Breaking Electro News, der einzig wirklich seriösen Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube. Und heute mit folgenden Themen. Bei VW brennt die Hütte, MG Motor verdoppelt Elektroautoabsatz, Mercedes verdoppelt Elektroautoabsatz, The Community Corner und der Schnitzer der Woche. Die Nachrichten. Die heutige Ben-Ausgabe steht unter einem bestimmten Motto, denn ich stelle mir die Frage, ob der Elektroauto-Absatz einbricht oder ob er in Wirklichkeit ungebremst steigt. Zunächst haben wir da erstmal einen Bericht von handelsblatt.com, auf den mich der Joachim und der Andreas hingewiesen haben. Dort titelt man, VW-Markenchef stimmt Manager in Brandrede aus Sparkurs ein. Aufgrund der schwachen Autonachfrage sei das Dach in Wolfsburg bei VW wohl in Brand geraten. Und der Chef will zukünftig alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Das Manager-Magazin hatte wohl zuerst darüber berichtet, dass im Rahmen einer MMI-Veranstaltung Management Information Veranstaltung, das ist eine digitale Zusammenkunft von VW-Führungskräften, wo dann über aktuelle Dinge zur aktuellen Lage berichtet wird, dass im Rahmen einer solchen Veranstaltung der Markenchef Thomas Schäfer Begrifflichkeiten verwandt hat wie der Dachstuhl brennt, der letzte Weckruf, die Wirtschaft laufe in die Rezession, heißt es da. Die Wettbewerber im gleichen Segment verdienten 2 bis 3 Mal so viel wie die Marke VW. Das ist schon erschreckend. Da braue sich ein perfekter Sturm zusammen. Also mit entsprechenden Phrasen hat der Herr Schäfer nicht gespart. Und um dem Ganzen noch mehr Gewicht zu verleihen, hat der Herr Schäfer direkt einen Ausgabenstopp verkündet. Nichts solle demnach mehr genehmigt werden, außer den bereits großen Investitionen, die man eh beschlossen hat. Und dem, was natürlich gesetzlich gefordert ist. Eine solche Regelung hat es zuletzt während der ersten großen Corona-Phase gegeben, also in der Pandemie, bevor dann klar wurde, dass die Automobilindustrie von der Bundesregierung natürlich auch entsprechend unterstützt wird. Und das hat ja, wenn man sich die Konzernergebnisse in den entsprechenden Jahren der diversen deutschen Autobauer anschaut, hervorragend funktioniert. Schäfer hat ambitionierte Ziele, schreibt dann noch das Manager-Magazin. Die Kernmarke des Volkswagen-Konzerns kam 2022 demnach auf 3,6% operative Rendite. Diese soll in den nächsten 3 Jahren auf 6,5% gesteigert werden. Um 10 Milliarden Euro will der Markenchef das Ergebnis in den nächsten 3 Jahren steigern. Nur dürfte das angesichts der aktuellen Lage sehr schwer werden, schreibt das Manager-Magazin. Und der Schäfer ist nicht der Einzige, der hier ganz schön auf die Kacke haut. Der Finanzchef Patrick Andreas Meyer hat demnach gesagt, unser Fahrzeuggeschäft ist krank. Ohne Lizenzeinnahmen aus China und das gute Teilegeschäft bleibe nichts mehr übrig vom Gewinn. Schäfer und Meyer würden zwar mit dem ehemaligen China-Chef Stefan Wöllenstein an dem Ergebnisprogramm Accelerate arbeiten, die Mannschaft nehme dieses Programm aber wohl nicht recht ernst oder nicht ernst genug. Also das sind schon echt heftige Worte. Und die Situation der Wolfsburger dürfte noch schwieriger werden in den nächsten Monaten. Das gilt vor allem für die Nachfrage nach Elektroautos. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Das ist ja auch so die Position von Volkswagen, dass sich Elektroautos schlecht verkaufen würden. Wie gesagt, wir kommen gleich dann noch zu ein paar anderen Herstellern. BMW, da hatte ich ja schon drüber berichtet, dass die ein Rekordquartal gefeiert haben. Was da bei VW schiefläuft, ich kann es mir nicht so ganz erklären. Es ist noch kein Jahr her, da konnte der VW-Konzern seine E-Modelle gar nicht schnell genug bauen. Der ID.3 hatte 13 Monate Lieferzeit, der ID.4 genauso, Skoda Enyaq hatte noch längere Lieferzeiten, da habe ich von bis zu 2 Jahren was gelesen. Dann der Q4 e-tron hatte 18 Monate Lieferzeit, also die Auftragsbücher waren sicherlich gut gefüllt, wobei man auch sagen muss, dass natürlich die Teileversorgung schlecht war. Es gab ja einen Chipmangel, auch mit den Akkus unter Umständen vielleicht Lieferprobleme. Also man muss es natürlich ein bisschen aus 2 Blickwinkeln betrachten, aber insgesamt schien die Lage für VW zumindest aus meiner Sicht rosig zu sein. Auch die Meldung, dass das Werk in Emden den VW ID.7 als Ersatz für den Passat und Skoda Superb zur Produktion erhalten würde, war positiv. Man hatte schon 1500 Leiharbeitskräfte eingestellt. Im Hauptwerk in Wolfsburg baute man eine zusätzliche Linie für eine kleinere ID.3-Produktion. Die Investitionen werden auf 50 Millionen Euro beziffert. Es wurden weitere Produktionskapazitäten in anderen Werken aufgebaut. Jetzt stellt sich aber heraus, dass man diese Kapazitäten wohl gar nicht benötigt. Erschreckend ist dabei, wie stark der Auftragsbestand geschrumpft ist. Denn zur Jahreswende herum lag der Auftragsbestand für das Werk in Zwickau noch bei ca. 300.000 Fahrzeugen. Das wäre eine komplette Jahresproduktion. Doch aktuell ist die Zahl der Aufträge deutlich weniger als die Hälfte. Und das ist natürlich eine signifikante Verschlechterung. Das Manager-Magazin schreibt dann noch, dass die Kunden wohl keine Elektroautos mehr bestellen. Die Zahlen sind so stark eingebrochen, dass auch die Verbrennernachfrage das Minus nicht ausgleichen kann.
Also ich bin entsetzt. Der Konzernvertrieb in Wolfsburg zweifelt bereits an den Zielen, die man sich fürs Gesamtjahr gestellt hat. Erste Prognosen liegen laut VW-Planern um bis zu 300.000 Fahrzeugen unterhalb den angepeilten 9,5 Millionen Fahrzeugen für dieses Jahr. Dann steht hier noch, dass Renault, Audi, Mercedes, Porsche oder Tesla mit genau den gleichen Problemen zu kämpfen hätten. Überall werden die Händler ihre Elektroautos demnach nicht mehr los. Die Konzernstrategen haben den Markt offenbar falsch eingeschätzt und bereiten nun schmerzhafte Korrekturen vor, die auch die eigene Belegschaft betreffen werden, schreibt das Manager-Magazin. Also, das liest sich wie eine Horrormeldung, das Ganze. Und dass es für mich ein bisschen überraschend kommt, dass VW die Lage so einschätzt, ist auch nicht ganz unbegreiflich, denn die Zulassungszahlen zeigen noch ein anderes Bild. Das KBA hatte ja erst ein deutschlandweites Plus von 31,7% für Elektroautos vermeldet. Und jetzt soll das alles plötzlich anders sein. Wir haben seit Januar eine starke Kaufzurückhaltung bei E-Autos, egal welcher Marke, sagt ein Volkswagen-Konzernhändler. Seat zum Beispiel hat etliche Cupra Born auf Lager stehen, die sofort verfügbar wären. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Knackpunkt, den ich unter Umständen hinter diesen Horrormeldungen auch zumindest ein bisschen vermute. Ich kann mich auch irren. Ihr könnt eure Einschätzung ja auch nochmal unter das Video schreiben. Denn laut Manager-Magazin dürfte die Elektroauto-Nachfrage noch weiter belastet werden. Denn ab September wird die Förderung für Elektroautos von Flottenkunden gestrichen. Die E-Auto-Nachfrage dürfte das noch einmal zusätzlich belasten, gerade weil die Firmenkundennachfrage aktuell wesentlich stabiler ist als die der Privatkunden. Das verwundert mich auch nicht. Die Privatkäufer spüren natürlich die Inflation und sie wenden sich preiswerteren Fahrzeugen zu, wie zum Beispiel Tesla oder MG. Also auf mich wirkt das so ein bisschen, als würde man jetzt Panik verbreiten, um die Bundesregierung unter Druck zu setzen, dass sie die Förderung weiterlaufen lässt, was ich persönlich nach meinem Bauchgefühl für nicht erforderlich halte. Die deutsche Automobilindustrie muss sich einfach auf die Veränderungen einstellen und muss ihre Prozesse verschlanken, muss mit Tesla mithalten können und das kann nicht immer über die Förderung durch die Bundesregierung entsprechend funktionieren. Das zahlen ja letzten Endes auch Bundesbürger, die gar kein Auto fahren und das kann ja nicht auf Dauer die Lösung sein. Bezeichnend ist dann noch einer der Schlusssätze des Manager-Magazins: Inzwischen stellen sich nicht wenige Manager die Frage, ob die Transformation ohne staatliche Hilfe überhaupt möglich ist. Ihr habt ja vermutlich rausgehört, dass ich unter Umständen nicht völlig ausschließen möchte, dass hier politische Überlegungen dahinter stehen, dass die Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie, die Bundesregierung unter Druck setzen möchte, dass die entsprechende Förderung fortgesetzt wird. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass das nicht erforderlich ist, wenn man Autos zu vernünftigen Preisen anbietet. Und wenn man bedenkt, dass der VW ID.3 in Deutschland bei 40.000 Euro beginnt und in China jetzt eine begrenzte Stückzahl von 7.000 Fahrzeugen, meine ich, auf 15.300 Euro ungefähr, ich blende es hier nochmal ein, wie es richtig ist, im Preis gesenkt wurde, dann stelle ich mir die Frage, warum das hier in Deutschland nicht funktionieren soll, denn in China hat man die Fördermaßnahmen auch erheblich zurückgefahren, was ja dann wieder von solchen Schwurblern wie Tichys Einblick als Abkehr von der Elektromobilität gewertet wurde. Und dass andere Autohersteller im Moment von Erfolg zu Erfolg in Sachen Elektromobilität eilen, da schauen wir uns jetzt mal an, wobei das natürlich, wie von VW dargestellt, auch nur eine Momentaufnahme sein könnte. Da haben wir hier zunächst erstmal eine Pressemeldung von MG Motor. Und dort titelt man: MG Motor setzt Wachstumskurs fort. Wachstumskurs. Zulassungszahlen im ersten Halbjahr 2023 mehr als verdoppelt. Mit 9.399 von Januar bis Juli abgesetzten Fahrzeugen ist schon zur Jahresmitte die Schallmauer von 10.000 MG Motor Modellen in Reichweite. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 bedeutet das eine Steigerung um 124,8%. Wenn man hier natürlich die Zahlen mit Volkswagen vergleicht, ist das natürlich ein Fliegenschiss, um es salopp zu formulieren. Aber es zeigt, dass entsprechende Fahrzeuge, wenn sie attraktiv eingepreist sind, auch Erfolge feiern können. Damit ist MG Motor in diesem Zeitraum die am stärksten wachsende Automobilmarke überhaupt in Deutschland und erreicht einen Marktanteil von 0,7%. Klar, das ist im Moment noch nicht viel, aber es kommt jetzt auch zum Beispiel der MG 4 X-Power raus zu einem relativ attraktiven Preis. Man muss bedenken, der geht bei 44,5 los ungefähr. Da bekommt man ein absolutes Leistungsmonster von MG in der Kompaktklasse. Und bei VW fängt da der ID.3 im Prinzip erst an. Also das ist schon echt erschreckend. An diesem Ergebnis hat der Juni 2023 einen großen Anteil.
Allein in diesem Monat wurden 2633 MG-Motormodelle an Kunden in Deutschland ausgeliefert. Das ist die höchste Zahl in diesem Jahr und eine Steigerung von 184% im Vergleich zum Juni 2022, als die Förderung noch höher war. Mehr als die Hälfte aller Zulassungen von MG-Motorfahrzeugen in Deutschland, exakt 54,1%, entfallen im ersten Halbjahr auf den seit September 2022 erhältlichen MG4 Electric. Relativ preiswertes, immer noch zu teuer, aber ein relativ preiswertes Elektroauto in der Kompaktklasse. Das ist das, was die Leute in Deutschland wollen, gerade die privaten Kunden, die Volkswagen ja eigentlich im Auge haben sollte. Und da hat Volkswagen außer dem ID.3 ab 40.000 Euro und dem VW e-Up ab 30.000 Euro im Elektroautosegment einfach nichts Attraktives momentan zu bieten. So scheint zumindest der Markt das im Moment zu bewerten. 5088 MG4 wurden von Januar bis Juni zugelassen und das ist natürlich ein schöner Erfolg für MG. Ja, und wenn die chinesischen Autohersteller, MG gehört ja SAIC, einem großen chinesischen Autokonzern, der auch mit Volkswagen übrigens kooperiert, wenn die weiter so schnell wachsen, dann kann man sich wirklich langsam richtig ernsthafte Sorgen um VW und eventuell auch um die deutsche Automobilindustrie machen. Wenn da nicht eine weitere Erfolgsmeldung von elektrif.net veröffentlicht worden wäre, dort titelt man: Mercedes verdoppelt E-Auto-Absatz im zweiten Quartal. Der Absatz von Elektroautos wurde auf 56.300 Einheiten mehr als verdoppelt, konkret um 123%. Dieses Wachstum ist insbesondere auf die Nachfrage bei drei Baureihen zurückzuführen. Auch die Van-Sparte konnte im Quartal 2 zulegen, aber nicht so stark wie das Pkw-Geschäft. Die Vans sind auch relativ teuer von Mercedes, muss man auch sagen. Insgesamt, die Autos sind natürlich im hochpreisigen Segment. Das gute Elektroergebnis ist vor allem auf die Nachfrage des eher kleineren EQA und EQB sowie dem EQE zurückzuführen, wobei der natürlich mit 157% in der gehobenen Mittelklasse schon ordentlich zulegen konnte. Beim EQE nennen die Stuttgarter einen Absatz von 9.000 Fahrzeugen, beim EQA und EQB wird jedoch nur die prozentuale Verbesserung genannt. Obwohl der EQE-SUV erst Mitte Dezember in den Verkauf gegangen ist, hat das SUV die Limousine bereits überholt. Für den EQE-SUV gibt Mercedes einen Absatz von 10.000 Einheiten an. Ein Luxus-SUV. Natürlich ist es nicht die S-Klasse als SUV, aber natürlich trotzdem ein richtig teures Auto. Als weiteres Elektromodell wird noch der größere EQS SUV erwähnt. Hier wurden wohlgemerkt im ersten Halbjahr 10.900 Fahrzeuge verkauft. Beim EQE SUV handelt es sich hingegen nur um den Absatz aus dem zweiten Quartal. Also, Leute. Und wenn man jetzt alle Antriebsarten betrachtet, konnte Mercedes im zweiten Quartal 515.700 Einheiten absetzen. Ein Plus von nur in Anführungszeichen 6%. Also mit anderen Worten, die Elektroautos übertrumpfen die Verbrenner um ein Vielfaches. Die E-Autos haben somit ungleich stärker zugelegt, machen aber dennoch nur einen Anteil von 10,9% des Absatzes aus. Noch sind es nur 10,9%. Aber wenn diese Sparte weiterhin so überproportional bei Mercedes wächst, ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis sie die Verbrenner endgültig verdrängt haben. Es wird dann noch die Britta Seeger zitiert, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group. Mit einem klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum haben wir beim Absatz im zweiten Quartal in allen wichtigen Regionen und Segmenten weiter zugelegt. Besonders deutlich bei unseren Elektrofahrzeugen und im Top-End-Segment. Das hört sich irgendwie alles völlig anders an, als das, was Volkswagen im Moment propagiert. Die Zulassungszahlen von Volkswagen sind aber auch noch richtig gut und die Elektroautos legen auch richtig zu. Aber im Vergleich zur Konkurrenz scheinen die Zukunftsaussichten weniger rosig zu sein. Mich würde, wie gesagt, interessieren, wie schätzt ihr das ein? Ist diese Schwarzmalerei von VW realistisch für die gesamte Automobilbranche, inklusive Branchenführern wie Tesla in Sachen Elektromobilität? Oder ist das ein spezielles VW-Problem mit der MEB-Plattform? Also ich vermute eher, dass ein VW-Problem ist und einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis zu unattraktiv ist. Die Auswahl an Elektroautos wird größer. Es gibt attraktive Fahrzeuge schon zu deutlich günstigeren Preisen. Und dann entscheidet man sich halt nicht für ein VW, sondern zum Beispiel für ein Tesla Model 3 oder ein Tesla Model Y. Und ich bin mir auch sicher, dass ihr da draußen und auch ich nicht ganz unschuldig sind an der Entwicklung. Ich denke nur an meinen Kumpel, der sich statt einem VW Tiguan ein Tesla Model Y tatsächlich gekauft hat, nachdem ich ihm gesagt habe, du hast wohl nicht alle Latten am Zaun, wenn du jetzt noch einen Verbrenner kaufst. Also auch diese Mund-zu-Mund-Propaganda könnte natürlich hier ihre Auswirkungen haben. The Community Corner.
Die heutige Community Corner eröffnen wir mit einem absoluten Highlight, denn wir präsentieren das beste Auto auf dem gesamten Markt. Und zwar hat mir der Christoph geschrieben: Hallo Lichtgestalt, großer Verkünder der Elektromobilität, richtige Anrede. Ich hatte nach 11 Monaten Wartezeit und prognostizierten weiteren 8 bis 9 Monaten Lieferzeit. Also bei diesem Autohersteller gibt es auch das ein oder andere Problem mit der Lieferbarkeit von Fahrzeugen. Die Geduld verloren und habe meinen i4 i340 abbestellt und mir stattdessen einen sofort verfügbaren gekauft. Also ein Lagerfahrzeug hat das ähnlich gemacht wie ich. Nun ist der statt dunkelblau halt schwarz geworden. Man will ja nicht zu laut jammern. Doch dieses wunderbare Auto, da hast du vollkommen recht, Christoph, zu bekommen war ein Albtraum. Nachdem ich die wohl schlimmste Taxifahrt meines Lebens hinter mich gebracht habe, hatte ich dann einen LKW, der die Zugbrücke gerammt hat, wodurch ich erst mit 120 Minuten Verspätung beim Autohaus angekommen bin. Mein Mitgefühl geht raus, aber das Warten hat sich an dieser Stelle gelohnt. Wir sehen gleich auch noch Fotos. Doch ab dann war alles ein Glücksgefühl. Auto toll, Straße war frei, Laden hat perfekt funktioniert. Wer hätte gedacht, dass eine erste Klasse Zugfahrt so anstrengend und stressig sein kann, wo eine Autofahrt im Anschluss fast schon beruhigend und entspannend wird. Eine Fahrt in einem BMW i4 kommt nicht einer erste Klasse Fahrt im Zug gleich, sondern eher einem Flug in einem Privatjet, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Habe dir mal 2 Bilder von meiner Rückfahrt beigefügt, zusätzlich noch mein tolles 209 kW Ladeerlebnis. Als letztes noch ein Bild, wo er sich zum bereits vorhandenen i4 i335 hinzugesellt. Also Christoph weiß, wovon er redet, ist es nämlich sein zweiter i4. Gruß Christoph, und dann schauen wir uns das Schätzchen mal an. Hier also bei Ionity, wahrscheinlich beim ersten Laden, und ich kann nur sagen, schwarz ist die zweitbeste Farbe für den BMW i4 nach Brooklyn Grey Metallic. Nein, das ist keine Grundierung. Dann haben wir ihn hier bei ENBW nochmal beim Laden, und das ist natürlich auch ein richtig schickes Foto, ne? Mit einem richtig schicken Auto, und die Felgen sind natürlich auch schick, sind die gleichen wie bei meinem Biber. Dann haben wir hier das Ladeergebnis oder die Ladeleistung mit 209 kW, und ich gehe davon aus, dass da der Sohnemann im Hintergrund lugt. Wir haben also schon den nächsten Elektroautofahrer da. Und dann haben wir hier noch beide Schätzchen beim Christoph vor der Tür. Wir haben also hier den schwarzen i4 i340 und hier ist das Bordeaux-Rot, ist das Dunkelrot, auf jeden Fall ein sehr schickes Rot als i335. Lieber Christoph, ich kann dich zu diesen beiden richtig tollen Nagern, zu diesen beiden tollen i4s nur ganz herzlich beglückwünschen, und ich wünsche euch natürlich allzeit kinderfreie Fahrt. Und von einem tollen Elektroauto zum nächsten tollen Elektroauto, der Michael hat mir folgende Mail geschrieben: Hallo Herr Habner, kurz, aber richtige Anrede. Habe vorige Woche Mitte Juni meinen neuen Kia Niro EV abgeholt, Mitte Oktober 22 bestellt und schneller geliefert als erwartet. Also positive Nachrichten, die Lieferzeiten werden auf jeden Fall kürzer, wie auch immer man das deuten will. Da wir überwiegend regional unterwegs sind, ist die geringe Ladegeschwindigkeit kein Problem. Das ist ja so ein kleiner Knackpunkt beim Kia Niro EV, dass er nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist, was die Ladeleistung betrifft, und einen relativ hohen Preis dafür eigentlich hat. Somit sind wir mit dem E-Golf meiner Frau zusammen zukünftig voll elektrisch unterwegs. Das sind natürlich hervorragende Nachrichten. Grüße aus St. Wedel im Saarland, Michael, und dann schauen wir uns das Schätzchen mal an. Er hat jetzt nur ein Foto mitgeschickt in einem tollen blauen Farbton. Kia Niro EV, finde ich, ist ein richtig schickes Kompakt-SUV. Den hatte ich ja auch 2 Wochen zum Testen. Fährt sich richtig toll, wirkt hochwertig. Ist ein rundum gelungenes Auto. Problem: Ladeleistung. Damit kann man unter Umständen leben. Preis, ja, das ist halt schwierig. Da muss Kia oder der Kia-Händler entsprechende Nachlässe gewähren, damit man auch das Auto gut verkaufen kann. Aber wer sich dafür interessiert und das Auto kauft, da kann ich auch nur sagen, alles richtig gemacht. Wie gesagt, ist ein ganz hervorragendes Fahrzeug. Und deshalb gratuliere ich dich ganz herzlich dazu, lieber Michael, und ich wünsche dir natürlich auch mit deinem blauen Niro EV allzeit knitterfreie Fahrt. Die letzte Mail kommt jetzt von Martin. Der hat sehr lange geschrieben, das muss ich also ein bisschen einkürzen. Der schreibt: Hallo Herr Habner, Papst der Päpste in der E-Mobilität und Entdecker von Pistonia. Richtige Anrede. Es ist endlich soweit, wir haben unser erstes E-Auto in der Familie. Ursprünglich hatte er mit einem MG4 geliebäugelt, aber durch die geringe Anhängelast ist der Wagen leider nicht in die Endrunde gekommen. Am liebsten wäre mir ein Kia EV6 gewesen, aber wegen der langen Lieferzeiten und nicht so tollen Finanzierungsangebote haben der Kia und ich nicht zueinander gefunden. Ja, Preis ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Geworden ist es ein Tesla Model Y Standard Range aus Grünheide mit dem BYD-Akku, der ja ein bisschen schneller lädt als der CATL-Akku. Abgesehen von der Anhängerkupplung ein reines Kassenmodell, aka nackter Hirsch, wobei ja auch das reine Kassenmodell in Anführungszeichen bei Tesla schon ganz gut ausgestattet ist. Und ja, es ist mal wieder ein weißer Tesla, einer von den ganz wenigen weißen Model Ys.
Aber mich stört es nicht, ich genieße seitdem die herrliche Ruhe und das entspannte Fahren. Der Nachwuchs ist hellauf begeistert und nervt meine herzallerliebste mit Geld nicht zu bezahlende Ehefrau. Sie mag weder Tesla noch die E-Mobilität. Ich hoffe in der Hinsicht einfach auf Besserung. Da drücken wir die Daumen, dass du deine Holde auch überzeugen kannst mit Hilfe deiner Kinder. Bestellt hat er den Wagen am 24.05.23, abgeholt hat er ihn am 6.06. So schnell geht das bei Tesla mit Bestandsfahrzeugen. Anbei ein paar Fotos, wo er in Hilden lädt. Endlich mit elektrischen Grüßen aus dem Ruhrpott. Martin, Grüße zurück, Martin. Ich habe es nicht auf das Bild geschafft, wollte die Bilder nicht ruinieren und entschuldige die Länge, aber du darfst selbstverständlich nach Belieben kürzen, was ich hiermit getan habe. Und ich gehe davon aus, dass du die Fotos aufgewertet hättest. Wobei man auch klar sagen muss, weißes Tesla Model Y ist natürlich immer schick, da kann man gar nicht genug davon sehen und der Lack ist auch richtig gut. Ich habe beim Carsten sein Model Y, natürlich auch ein Weiß, mal genauer hingeschaut. Gefällt mir, muss ich wirklich sagen, gefällt mir. Es gibt vielleicht ein paar weiße Model Y zu viel, da muss man auch ehrlich sein. Hier haben wir ihn dann an dem Supercharger von der Seite und weil wir die andere Seite noch nicht gesehen haben, gucken wir uns die auch noch an. Da haben wir das totschicke Model Y Standard Range in Weiß. Auch dich kann ich zu dem tollen Kauf nur herzlich gratulieren, lieber Martin. Und ich wünsche natürlich auch dir und deiner Familie mit dem neuen E-Flitzer allzeit knitterfreie Fahrt. Ja. Dann der Schnitzer da. Lebst noch? Der heutige Schnitzer der Woche kommt von Flo aus Bern und er hatte mich zu einem etwas irreführenden Tweet auf Twitter verleitet. Dort hatte ein Journalist was getweetet und ich dachte erst, der Journalist hätte sich nicht informiert. Aber in Wirklichkeit ist es ja eine Schweizer Regelung, die mich einfach den Kopf schütteln lässt. Sehr geehrter Doktor der Ladungstrennung, Verkünder der Wahrheit und Lichtgestalt im Dunkeln des Verbrennungsnebels. Richtige Anrede, Flo. Anbei einen Artikel aus der Online-Ausgabe der Zeitung der Bund Tagesanzeiger. Er geht auf die Änderung des Energieetiketts für Neufahrzeuge ein und stellt noch ein paar interessante Berechnungen und Vergleiche an. Vor allem die Umrechnung Kilowattstunden zu Liter Benzin ist spannend. Dachte kurz, es wäre 1. April. Vielleicht ist das ein Fall für dich, meint er wahrscheinlich. Gruß aus Bern Flo. Und er hatte dann, nachdem ich ihm auch geschrieben habe, dass das eine Schweizer Regelung ist, auf die sich der Journalist bezieht, hat er auch noch ein paar Belegungen mitgeschickt. Die packe ich euch auch unten alle in die Videobeschreibung. Auf jeden Fall habe ich das dann mal rausgesucht. Hier haben wir das neue Energieetikett für Personenwagen. Die Energieetikette informiert an einem Autokauf Interessierte über Energieeffizienz und CO2-Emissionen. Seit dem 1. Januar 2023 liegt der Energieetikette eine neue Berechnungsmethode zugrunde und die hat es in sich. Die Grenzwerte sind nun ehrgeiziger, weshalb nur noch sehr effiziente Fahrzeuge in die Kategorie A und B eingestuft werden. Und hier sieht man das in dem Artikel, schreibt dann der Journalist, dass der ID.4 es nur noch in die Gruppe B geschafft hat und hat dann auch Literumrechnungen, Verbräuche, Elektroauto zu Verbrennern gemacht. Ja, wo man nur beide Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Aber wie gesagt, das ist nicht der Journalist, der das macht, sondern das ist hier diese Energiebehörde in der Schweiz. Auf der Seite 2 im Neuwagenbericht 2022 haben sie es noch richtig umgerechnet. Denn Strom wird hier mit Kilowattstunde 0,11 äquivalent zu einem Liter Benzin gerechnet und das kommt ungefähr hin. Dann werden hier aber Sachen zusammengeschwurbelt, die ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe hier aber auch nicht stundenlang mit Recherche verbracht, muss ich ehrlich sein. Das versteht kein normaler Elektroautofahrer mehr. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Hier wird es auch nochmal kurz im Ansatz beschrieben, wie das funktioniert hat. Aber wie gesagt, ich habe es aufgegeben, ich kapiere es nicht. Wie schon erwähnt, führt das Ganze dann dazu, dass der ID.4 in die Effizienzklasse B kommt. Das ist ja weiter nicht schlimm. Aber der Journalist stellt dann klar, dies entspricht unter Berücksichtigung des Primärenergiebedarfs der Strom- und Treibstoffherstellung einem Auto mit Benzinmotor mit einem Verbrauch von 4,07 Litern, also 18,5 Kilowattstunden. Die ineffizientesten Elektroautos der Kategorie G benötigen mehr als 41 Kilowattstunden pro 100 Kilometer oder erneut umgerechnet mehr als 9,16 Litern. Das widerspricht dann also diesem Äquivalent, was sie in ihrem eigenen Bericht haben, weil sie da irgendwelche Daten zusammengewürfelt haben. Ich kapiere es nicht. Das Ganze führt aber dazu, wir haben hier ein ID.4 in der Klasse B und dann habe ich mal bei VW geschaut. Wir haben dann hier zum Beispiel einen Hybriden, einen VW Tiguan 1,4 TSI OPF mit E-Motor, also ein Plug-in-Hybrid. Der kriegt dann C als Energielabel und selbst ein VW Tiguan Live TSI 1,550 PS bekommt D als Energielabel. Und ein Elektroauto, was dann 41 Kilowattstunden verbraucht, bekommt das Energielabel G. Da hört es bei mir auf. Ich verstehe es nicht mehr.
Ich weiß nicht, ob es die Elektroautofahrer in der Schweiz verstehen. Meine Laienmeinung dazu, aus meiner Sicht ist das eine Sabotage der Elektromobilität. Hat man hier bewusst das schlecht gerechnet oder hat man die Produktion des Akkus mit reingerechnet und das extra schlimm gerechnet? Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, mir ist es zu hoch. Falls das doch jemand von euch versteht und es mir erklären kann, schreibt es unter das Video in die Kommentare. Ich bin raus. Für mich ist das auf jeden Fall der Schnitzer der Woche. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei allen Zuschauern bedanken, die mir Nachrichten zu Elektroautos, Elektromobilität etc. haben zukommen lassen. Ohne euch wären die Breaking Elektro News nicht möglich, deshalb vielen herzlichen Dank dafür. Ansonsten war es das für die heutige Ben-Ausgabe. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer gern in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.